Können wir auch ein bisschen Geld ausgeben, ne? Ist ein bisschen wie, wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch ein bisschen Geld ausgeben. Kennt sie, hasst sie, will sie nicht hören. Tue ich trotzdem. So. Oh nee, schon wieder diese toxische Lebensquelle. So. Krieger der Berge. Wir gucken mal ganz kurz in einen Kampf rein. Sollte er spannend werden? Nee, wird er nicht. Er ist, der war ziemlich eindeutig. Es tut mir leid, dass momentan nicht so viel passiert, aber was soll ich machen? Das kommt alles später erst noch. Dass wir mehr zu tun kriegen und so. Ja, guck mal, wir kriegen 5 abgezogen und kriegen 7 drauf am Ende. Das heißt, wir machen mit einem Brunnen 2 Punkte gut. Alien, das gibt's im Wald, dann hört dich keiner schreien. Er reißt dir sofort die Kehle raus. Okay. Ja genau, also eigentlich lohnt sich das, einen zu benutzen, damit man die Quest halt hat. Und ansonsten einfach ganz normal die ganzen anderen Sachen einsammeln. Und wir sind 42 geworden. Zum Glück nur im Spiel und nicht im echten Leben. Wobei, so weit bin ich davon auch noch nicht entfernt. Einmal das Schweinchen mitnehmen. Die 5 Punkte nehme ich gerne mit. Die 8 Punkte nehme ich auch gerne mit. Oh nee, schon wieder die Medusa. Ja, da können wir auch die 44 Gold mitnehmen, kein Problem. Hier. Ihn nehmen wir. Dann nehmen wir ihn nochmal. Oh, die 12 Punkte nehme ich sehr gerne mit. Die 2 Punkte nehmen wir auch nochmal mit. So, 56 Punkte. Ein Bergtroll. Ich morgens nach dem Aufstehen. Da bin ich auch immer sehr gut gelaunt. So, skippen. Nochmal hier, nochmal ordentlich nachladen und weiter geht's. Die nächste Fahrt geht rückwärts. So, noch schön das Gesuchtschild mitnehmen. Das ist auch immer fein. Das macht nur noch umso mehr Spaß. Da 17 Punkte. Jawollo. Jetzt sind wir schon bei 49, 51 und 54 und 57. 56. So. Hep, hep. Jawohl. Es gibt ordentlich Bonus obendrauf. Fast 34.000 Erfahrungspunkte. Läuft. Also ich sag mal so, diese Runde läuft ein bisschen besser als die davor. Findest du nicht auch? Das war das falsche Ziel. Du kannst aber trotzdem mal mitnehmen. Ja, Gold. Einfach. Da. So nämlich. Geht doch. Ja, 44 sollte reichen für 3 Sterne. Ich bin mir sehr sicher, dass das, jawohl, das reicht. Wir kriegen nochmal ordentlich Erfahrungspunkte obendrauf. Wir skippen das. Gucken ganz kurz nach. Rüstung, Ausdauer, nö. Brauchen wir nicht Geschick, Ausdauer, na. Ja. Also wir kriegen natürlich viel Geschick dadurch drauf. Verlieren aber auch ein bisschen Ausdauer dadurch, ne? Auf der anderen Seite, wenn wir einen Ausdauer-Edelstein finden, können wir den reinsetzen und dann haben wir es wieder ausgeglichen. Also. Und der Schaden freut sich natürlich. Komm weg damit. Ach Mist. Apropos. Müssen wir auch einen Edelstein suchen, wenn wir einen Edelstein finden wollen. So sieht es nämlich aus. Auf zum nächsten Abenteuer. Das liebende Pärchen. So. Du wirst einfach geskippt, weil du nichts wert bist. Das sagt meine Frau auch immer. Da ist es. Quest erfüllt. 5 Punkte, wir sind bei 37. Wir haben noch ein paar Runden. Das sollte doch über die 40, jawohl. So. Bei 43, 3 Sterne. Nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Und mit der nächsten Quest sollten wir 43 werden. Oh nee. Blöde Lagerfeuer schon wieder. So. Ab jetzt sammeln wir nur den ganzen anderen guten Kram. Keine Lagerfeuer mehr, das bringt nichts. Gefühlt. Haben wir hier wenigstens einen Schatz mitgenommen mit 100. Nee. Also, wie ihr seht, es ist einfach nur Quatsch, was hier dann noch kommt. 15, 19 Punkte. Es ist einfach nur Quatsch. Ich sag's euch, irgendwas ist mit diesem Lagerfeuer. Das ist ganz seltsam. Jedes Mal, wenn wir hier die ausgebrannten Lagerstellen, die Feuerstellen da einsammeln sollen, dann ist das nur Quatsch. Herzlichen Glückwunsch, du hast Level 43 erreicht. Sehr schön. So.
Dann melden wir uns jetzt zur Stadtwache. Hepp. Gucken, was hier im Quartier los ist. So nämlich. Aha, aha, aha. Sehr schön. Dann klicken wir einmal hier. Kriegen 2500. Hier kriegen wir nochmal 2500 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Einmal Edelsteine in der Edelsteinmine in der Festung finden. Das machen wir gleich, theoretisch. Ach, sind diese hellen Aufgaben, sind das die, die noch als Anfängeraufgaben zählen? Kann das sein? Dreimal Kämpfe gegen die Klasse Krieger in Ehrenhalle gewinnen. Ja, das kriegen wir ja hin. Weil wir haben ja... Ja. Wir haben noch mal 10 Minuten verdaddelt. Jetzt können wir noch mal den nächsten Dungeon probieren. Allerdings nicht ihn, sondern ihn hier. Wir machen weiter. Es kann nur spannend werden. Wieso wirft denn die Schlange mit Knochen, sagt man? Das ist nicht, wie eine Schlange kämpft. Das kann ich aus erster Hand bezeugen. 7900 Erfahrungspunkte, fast 40 Gold. Ja, nehmen wir mit. Und jetzt gehen wir in die Ehrenhalle. Suchen nochmal hier. Schwupp. Krieger, 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 Krieger. Da. Hep. Das gibt mir natürlich 33 Ehre, 133 aufgeschnitten, 10 Gold gekriegt. Sehr fein. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sollten wir... Jo, 1 von 3. Gut, das war schon mal richtig. Wir sind bei einer Viertelstunde. Ach so, wenn ihr irgendwas wissen solltet, was ich nicht weiß, über diese Kristalle, schwebende Kristalle, die schwebenden Kristalle haben eine ganz besonders wichtige Bedeutung für dich und dein Leben. Wenn wir die jetzt anklicken, dann verschwinden die so. Und ich habe bis heute nicht herausgekriegt, was, warum mich diese Dinge an irgendwas erinnern sollen. Ich habe den Gag oder den Insider daran immer noch nicht verstanden. Nach all den Jahren, denen ich das schon spiele. Ich weiß es einfach nicht. Ich möchte aber auch nicht googeln, um das irgendwie aufzulösen, dieses Mysterium. Weil irgendwie ist es mir zu schade, das jetzt einfach zu googeln und dann ist es irgendwie doof oder man findet nichts oder so. Deswegen, wenn ihr das wisst, dann erzählt mir das gerne. Aber ihr selber googeln möchte ich das jetzt nicht. Das finde ich irgendwie doof. Das ist nicht spannend. So, ich würde sagen, wir warten ganz kurz 10 Minuten, dann treffen wir uns wieder hier, dann haben wir den nächsten Krieger auf die Nase, dann warten wir wieder 10 Minuten und dann, ah, warte mal. Ah ne, wir sind ja beim Ausbau, genau. So war das. Ja gut, okay. Dann würde ich wirklich sagen, wir treffen uns in 10 Minuten wieder hier. Die Show geht weiter. Wir müssen einen weiteren Krieger finden, den wir das fürchten lernen können. Araziel scheint dafür prädestiniert zu sein. Stufe 26 ist irgendwo auf dem 10.000. Platz, kann also keine Gefahr werden. Kein Problem, wir nehmen uns der Herausforderung an. 31 Ehre gewonnen, 156 Ränge aufgestiegen, 0,34 Gold erhalten. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, außer für die Anfängerliste. Von daher sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder und dann haben wir die nächste Aufgabe geschafft. Wieder zurück. Auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Gefährten. So, Spiffy. Spiffy hat die Ehre, gegen Eofold anzutreten und zu verlieren. Auf jeden Fall. Deswegen suchen wir uns ja ein sehr schwaches Opfer aus. Dann haben wir die Aufgabe nämlich auf jeden Fall erledigt. Es ist dann zwar ein bisschen unspannend, aber immerhin. Jawohl. 27 Ehre, 116 Ränge aufgestiegen, 22 Gold. Läuft. Hier haben wir auch schon im Quartier... Jawohl. Einmal 1200 Gold, bitte. Dankeschön. Jetzt müssen wir noch einmal einen Edelstein in der Edelsteinmine finden. Da sind wir ja theoretisch sogar schon dran. Das heißt theoretisch, wir sind schon dran. Dauert noch eine halbe Stunde. Das schaffe ich heute aber nicht mehr wahrscheinlich, wenn überhaupt dann heute Nachmittag. Denn alle, die zugehört haben, wissen, dass ich gestern beim Pro-Training war. Und da habe ich natürlich direkt auch den Vertrag abgeschlossen und unterschrieben und so. Und heute wird dann der Trainingsplan erstellt und der Diätplan. Und dann geht's ab morgen richtig rund. Das heißt, ich habe heute wieder einen Termin, der wichtig ist für mich und meine Gesundheit. Und ja, damit wollte ich nur ganz kurz flexen. Dann bin ich raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, ganz gerne einfach den Like-Button drücken und abonnieren, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, morgen um 16 Uhr. Beziehungsweise um 15.50 Uhr startet der Stream zum fahrenden Dungeon-Event.
Da gibt es natürlich ein Lounge-Event bei mir. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Einfach bookmarken bis morgen oder einfach morgen nochmal wiederkommen und dann nochmal angucken. Und dann freue ich mich. Denkt dran, sagt euren Großeltern Bescheid, dass es mich gibt. Denn auch eure Großeltern können mich liken und abonnieren. Auch die können das natürlich kostenlos. Und damit bin ich raus. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Habt ein schönes Leben, habt euch lieb und tschüss.